zum Mittag, warum haben sie nicht mehr Kompost? Also, ja, sind sie alle. Ja, gibt es nur drei oder vier hier dann. Ja, ich finde keinen. Also. Oh. Hm. Da muss doch schnell gehen, wo keinen drinstehen hier. Ja. Ja, mach nicht so lange.
Thank you.
da da ba na ba ma ta na ka re Satna Pandita Na Akadi Vinoda Satna Pandita Na Akadi Vinoda Satna Pandita Na
I'm
Jaya Nityananda Jaya Govard Sangha Jaya Hari Mahadeva, Jaya Hari Mahadeva.
Hare Krishna, Hare Bol, Hare Bol. Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Many times what I gave class, are you remembering something? No? Hare Krishna. Bihari, remembering something? You spoke about the big stones and small dust. What is this? What is the dust? What is the stone? And what is the throne? Big stones and big anathas. But then it comes more fine, so the dust was Pasista, but before Pasista was Kutkulina. Then Patista, and then you say more fine. Yes. After Patista? Yes. Patista is the last. Yes. No, there's one more. When it comes to water. Can I speak something? He knows better, yeah. I remember when it comes to water come to Bhakti, come to devotion. Then? You can speak a bit, Prabhu? Can talk. What, in general? Yeah, what many times I get class? Yeah, no. This morning Maharaj nicely gave an explanation about the deep meaning of this Gundicha Marjan Lila. So we heard that in the beginning Mahaprabhu, he was cleaning all the dust. So at the beginning, all this gross dust, the meaning is like our desires, because in this verse like Anya Abhilashita Shunyam Gyana Karmadi Anavritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. It says that this pure Uttam Bhakti, if we want to have it, we have to give up all desires. So this dust represents like our desires which are not related to Krishna. Then the next thing, Mahaprabhu, he took off these stones. What is the stones? The stones represented, what was? Gyan, this desire for merging into Brahman, which is actually kind of cheating. And Maharaji spoke that. Mahaprabhu himself, he said, people, they pray to me, like they worship this Panchupasana, this five worshipful deities, but they actually use them because their mind is always restless. So they're saying, okay, we're worshipping the deities, and at the time when we reach Brahman actually, then we don't need the deities, we just reject them. So Mahaprabhu said, this is actually if someone like shoots an arrow to me. So then we had dust, stones, then this next thing was... Throne. Thorn was the desires. Actually, yes, thorn. Thorn was like desires because, like, if we want to have Krishna Bhakti, our heart must be really soft and sweet. And this thorn, actually, it is described that when something is like very soft, like our feet, and you have a thorn in there, then it becomes really painful. So, in the same way, our heart, it is actually really soft. But because this thorn is in there, like this desire for anything not related to Krishna, then becomes really painful.
So we have to take off this thorn, means we have to give up our desires. And the sand actually represents karma. Karma means like fructificity, because Maharaji said that, especially in India today, many people that perform pious activities because they want to be like elevated to Svargaloka and enjoy like heavenly planets. But this is also like... Oh yeah, so this is like compared to an elephant, because an elephant, he goes into the water and he cleans himself. So, but after that he goes again, puts the sand all over him. So this is actually then considered to be useless. And then we had sandstones. Then yeah, we had even the finer dust. The finer dust means all this subtle anattas, means like patishta or kutinati, means the desire for name and fame, which is actually really deep-rooted and very difficult to give up. And like Narottam Prabhu said, in the end Maharaj spoke on this water, means even if our heart is really clean, so if we do not have this water, means this water has a cooling effect, means the desire to serve Shri Radha and Krishna, then everything is basically useless, because without the service, only just cleaning our heart, so it is useless. It doesn't mean we have bhakti, actually. If we want to have bhakti, we have to have this anukulyena Krishna anushilanam. We have to perform like activities favorable for Krishna and Radha Krishna service. Only then will we actually become this Krishna bhakti. So, but first, of course, like Mahaprabhu showed, we have to clean our heart, like this temple. And if it's completely clean and we perform then this the service pleasurable for him, then we can, bhakti can enter into our heart. Sorry. Okay, thank you. Hare Krishna. Garbhavanande Hare Hare. And when Mahaprabhu completely clean, you know, completely clean there also, then sir, there are some spot also there, you know, little spot there. Then Mahaprabhu take this own cloth, you know, last. He take this own cloth and try to, you know, cleaning. Try to cleaning. Then Prabhupada telling, what is this part? Even everything is kick out, you know. All anarthas kick out, all desired kick out, or all karma, jnana, kutti, nati, jeev, hinsa, nishida. Even he, all the kick out. But there also some spot sometime telling, what is this? Well, mukti, you know. They are telling mukti there. But this mukti is the two kind of mukti. You know, one is the Sajuja Mukti, yeah. One is the Sajuja Mukti, who is the one to merge this Brahma, you know. This is this Mukti. Devotee never want this Mukti. Even there are some another kind of Mukti, Salokya, Sashti, Samipya, and Sarupya. Sometime devotee, you know, sometime that devotee accept this Mukti, but this Mukti in Vaikuntha, you know. This Mukti Vaikuntha. Mahaprabhu, even they are telling, if you want Krishna seat your heart, you know, you are bring to Krishna seat your heart, that kind of mukti also you reject, you know, that kind of mukti. So Raghunath Das Goswami, you know, Raghunath Das Goswami, Manasikya, you know, they are telling, apitektva ratimita bhyamma nahinim, you know, mukti byaghra kila sarbatma gilini. So telling, if you want this Braj Bhakti, then, you know, you also left this Vaikuntha Bhakti also, you can left. Then you can Braj Bhakti coming. So Mahaprabhu last is the, you know, cleaning this part also. Als Mahaprabhu mit seinen Gefährten den Gunicha-Tempel gesäubert hat, hat er zum Schluss, als schon alles sauber war, hat er noch seine eigenen Kleidung genommen und hat noch die ganz feinen Flecken, die noch übrig waren, hat er auch noch versucht wegzuwischen. So, das wird verglichen damit, dass er selbst, wenn schon alle Unreinheiten aus dem Herzen verschwunden sind, und alle Wünsche, alles Karma, alle Gyan, alle Gutinati und Pratishta und alles, selbst dann mag noch ein Wunsch nach Befreiung vorhanden sein. Aber was für Befreiung? Es gibt zwei Arten von Befreiung. Es gibt einmal Sayujya Mukti, das bedeutet, mit dem Brahman zu verschmelzen, eins zu werden mit dem Brahman. Diese Art von Mukti wird von Devotees immer abgelehnt. Aber es gibt eine andere Art von Mukti, das ist Befreiung in Vaikuntha. Vier Arten von Befreiung: Samipya,
Saloka, Sarupa und Sashti. Auf demselben Planeten wie der Herrn zu leben, immer in seiner Nähe zu sein, dieselbe Form zu besitzen wie der Herr oder denselben Reichtum zu genießen wie er. So man sieht, dass manchmal Devotees diese Art von Mukti, Befreiung in Vaikuntha annehmen. Aber die Ekantik Bhaktas, das heißt diejenigen, die ausschließlich Krishna verehren und möchten, dass Krishna in ihrem Herz erscheint, die müssen selbst diese Art von Wunsch nach Mukti aufgeben. Deswegen sagt Raghunadas Goswami Manashiksha, Abhityakta Lakshmi Patirati Ito Fyoma Nainim. Ja. Gib selbst diese Anziehung zu dem Herrn von Vaikuntha zu Narayan auf, denn diese Art von Anziehung wird dich nach Vaikuntha bringen, aber nicht nach Braj. So diejenigen, die Krishna in Braj erlangen wollen, müssen selbst diese Art von Wünsche aus ihrem Herzen verbannen. Yeah. So, and when Mahaprabhu he saw now this temple completely clean, you know, completely clean this temple, then Mahaprabhu became so happy, you know, then Mahaprabhu became so happy. Then telling what is why Mahaprabhu is so happy. So now he, you know, now Mahaprabhu understand, now possible Krishna is coming your heart. You know, this is Braj Bhakti. So you are want only this Braj Bhakti. You are don't want any another Bhakti, only want Braj Bhakti. And they are the four kind of Mukti, you know, they are not a Seva, you know. Why Mahaprabhu reject this thing? Well, they are not any Seva. They are some enjoy mood. But the devotee always they are want like this. Raghunath Das Goswami telling Tambularpan, Padamardan, Payodana Saradivi, you know. So he want, you know, all our senses he can use to Radha Krishna's Seva. You know, their Seva they are only want. So then Mahaprabhu became so happy. Now our heart completely clear. Now Brajanandan Syam Sundar now coming and seat to our heart. So, als der ganze Tempel vollständig gesäubert war, alles blitzblank und rein, dann wurde Chaitanya Mahaprabhu sehr glücklich. Warum wurde er glücklich? Weil er hat Mahaprabhus Stimmung war, jetzt, wo unser Herz vollständig rein ist, jetzt kann der Krishna in Vrindavan in unser Herz kommen. Jetzt kann unser Herz so rein sein wie Vrindavan und Krishna kann in unserem Herzen erscheinen. Ja, denn diese vier Arten von Mukti in Vaikuntha, da ist immer noch ein kleiner Wunsch nach selbstischem Genuss vorhanden. Ein kleiner Wunsch nach dem Reichtum und dem Glück von Vaikuntha zu genießen. Aber die Devotees in Braj, denen ihre Stimmung ist anders. Und alles, all ihre Sinne, alles, was sie besitzen, ist nur für Krishnas Freude und Zufriedenstellung bestimmt. So diese Stimmung von Braj ist völlig frei von jedem selbstischen Motiv, nur dazu gedacht, Krishna Freude zu schenken. So this is the Prabhupada telling, this is the Gundija Mandri Maharaja. Telling this is the Gundicha Mandri Marjan ki jai. So, before you heard why Jagannath, you know, why Jagannath he became like this, you know, why Jagannath. So there are many Gurudev publication, the scripture, they are maybe gave three region, you know, they are gave to three region, you know. So three region, one region is the one upon a time when he Krishna left this Vrindavan. And he came to Mathura. After Mathura, he came to Dwaraka. You know, when Dwaraka, but he coming to Dwaraka, but always thinking to this Brajavasi, you know, always thinking the Radharani, Gopi, Sakha, Sakhi. One day Krishna, you know, he completely observed the mood of this Braj. And then Krishna became completely fainted now. When they completely fainted, now everybody is so much worried, what happening? Now Krishna is completely fainted now. Then Narada coming, then everybody telling Narada, can you sing this braj, and can you singing this is the bhajan of some braj, you know, Krishna becomes some consciousness, then telling, yeah, I can sing the some kirtan of this braj kirtan, but
happening some bad thing, well, hard thing. So when Krishna wake up, you know, now he completely observed mood of Braj. If Krishna wake up, then he never stay to here, then he go to Vrindavan. You cannot stop to him. This problem is the coming. Then they are thinking, then what can I do now? You know, what can I do now? Then they are thinking, you know this pastime? You know this pastime? Then Krishna, then telling, you can do one thing, somebody go to where? Vrindavan. And tell to this message, okay, Krishna now coming, Krishna coming to Vrindavan. And when Krishna go to Vrindavan, then you are going, anybody go to Vrindavan, and anyhow, Krishna someday take Vrindavan, again he bring to Krishna to Dwaraka. Now telling who can go to Vrindavan, then they are decided, you can send to Uddhav, you know. Uddhav, he can go to Vrindavan before he already went to Vrindavan, can Uddhav go to Vrindavan? So, das war das Gundicha Mandiramachanam, das Reinigen des Gundicha-Tempels. Jetzt hat Maharaj ein neues Thema angefangen, und zwar das Thema, was sind die Gründe, warum Jagannath in dieser Welt, in dieser Form erschienen ist. Und Srila Gurudev hat uns drei Gründe gegeben, warum Jagannath in dieser Form erschienen ist. Ein Grund war, dass Krishna, als er in Dwaraka war, er ist aus Vrindavan fortgegangen, ist nach Mathura gekommen und nach Dwaraka und lebte dort für lange Zeit mit 16.108 Königen. Aber in seinem Innern, in seinem Herzen konnte er die Einwohner von Vrindavan nicht vergessen. Und ständig war er vertieft in Gedanken an die Brajavasis. So diese Trennung von Vrindavan wurde so intensiv, dass Krishna schließlich bewusstlos wurde, völlig vertieft in die Gedanken an Braj, und dass es praktisch kein Mittel gab, ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen. So alle Einwohner von Dwaraka waren sehr besorgt. Zu der Zeit kam Narada Muni und sie bat Narada Muni: Narada, kannst du ein Braj-Kirtan singen, dass Krishna wieder zu Bewusstsein kommt? Narada Muni sagte, das kann ich machen, aber die Sache ist die, wenn Krishna, jetzt ist er so vertieft in die Stimmung von Vrindavan, wenn er in dieser Stimmung jetzt zu äußerem Bewusstsein kommt, wird er sofort nach Vrindavan laufen. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit, um dieses Problem zu lösen. Dann dachten sie, oh, was sollen wir tun? Okay, dann wahrscheinlich geht es nicht anders, als dass Krishna nach Vrindavan geht. Aber zumindest sollen wir versuchen, dass er nach Vrindavan geht und dass wir ihn wieder zurückholen nach Dwaraka. So, dann haben sie sich gedacht, okay, bevor Krishna nach Vrindavan fährt, sollen wir jemanden dorthin schicken nach Vrindavan, der den Brajavasis die Botschaft übermittelt, jetzt kommt Krishna, und der Krishna dann wieder mit zurückbringen kann nach Vrindavan. So, dann hatten sie, einer machte den Vorschlag, okay, lass uns Uddhav schicken. Uddhav war schon einmal in Vrindavan und hat die Botschaft übermittelt, so der ist der Richtige. Then when they decided you can send Uddhav, Uddhav telling, I don't want to go. Well, why? Well, Krishna before he sent to me Vrindavan. And when you go to Vrindavan, I saw what is the situation of this Vrindavan. Before I telling, oh Krishna, I don't want to go to, you know, don't want left Dwaraka, don't want to go to Vrindavan. Krishna telling, oh, only I am here, only 1%. When you go to Vrindavan, then you can realize us and they are, I am 99% there, you know. Then when you go to Vrindavan, then completely forget to me. Uddhava telling, this is the rare. When I go to Vrindavan, I saw, you know, how they are completely observed to Krishna, you know, how they are observed to Krishna, and everywhere Krishna has this sweet, sweet pastime. And I also saw, you know, how they are completely Braj. Krishna went left Braj. Their cow never eating grass, calf never eating their milk, and the quail never, you know, not doing kuhu kuhu, and Mayur don't kill kaka in the cake and not telling. And Radharani, this is then all Sakha, they are never going cow grazing. And Mother Jasoda, she became fainted,
you know, and they are never making any cook, never they are cooking, and how this Braj Gopi, you know, they are, you know, they are like this senseless, and I saw Radharani's mood also, and when I saw this situation, I do promise to them, I go to Dwaraka, I send to Vrindavan, but when I came and tell everything to Krishna, Krishna is a little bit weeping, but he makes some excuse, I never want to go. But I promised to them, must I send to Vrindavan? Said Krishna, send to Vrindavan. If again I am going, they are telling, oh, Krishna coming, they are telling, again a liar person, again he came here. And he is a liar. So they were never believed to me, I cannot go Vrindavan. So, sie machten Uddhav den Vorschlag, Uddhav, geh du nach Vrindavan und gib die Botschaft, dass Krishna kommt. Aber Uddhav sagte, nein, na, ich kann nicht gehen. Wieso nicht? Uddhav sagte, ich war schon einmal da. Krishna hat mich nach Vrindavan geschickt. Krishna sagte, keiner hier in Mathura versteht mein Herz. Meine, die Gefühle, die die Brajabasis für mich empfinden und was ich für sie empfinde und wie ich Tag und Nacht weine, keiner hier kann mich verstehen. Deswegen wünsche ich, dass du nach Vrindavan gehst und ihre Gemütsstimmung verstehst, dass ich jemanden habe, mit dem ich mein Herz teilen kann hier in Mathura. So also kam Uddhav nach Vrindavan und er sagte, ich habe dort gesehen, was der Zustand der Brajabasis war in Trennung von Krishna. Dass selbst die Kühe, die fraßen kein Gras mehr, sie saßen nur still und stumm herum. Die Kühe, die Kälber tranken nicht mehr die Milch von ihren Müttern. Die Vögel sangen nicht, die Kuckucke riefen nicht und die Pfauen tanzten nicht. Selbst die Hummeln, die lagen im Staub, haben nicht mehr den Nektar von den Blüten gesammelt. Alle Mutter Yashoda und Nanda Baba saßen wie zu Säule erstarrt. Keiner in Vrindavan kochte, weil für wen sollen sie auch kochen, wenn Krishna nicht da ist. Und dem herzzerreißendsten war der Zustand der Gopis, vor allem Srimati Radharanis Zustand in Trennung von Krishna. So Uddhav sagte, ich habe ihren Zustand gesehen und ich habe ihnen versprochen, hoch und heilig versprochen, dass ich bringe Krishna so schnell wie möglich wieder nach Vrindavan. So, aber als ich zurückkam, dann hat Krishna ein bisschen geweint, aber er hat unter Vorwände und Entschuldigung vorgebracht und er kam niemals zurück nach Vrindavan. So, deswegen, wenn ich jetzt wieder nach Vrindavan gehe, dann werden und ihnen sage, Krishna kommt, und dann werden sie sagen, ach, dieser Lügner schon wieder. Er war schon einmal da und er hat uns belogen, so deswegen kann ich nicht gehen. Yeah, then they are trying to send to Baladev Prabhu, and Baladev Prabhu also speaks same thing. Well, yes, once I also went to, you know, Vrindavan, you know, pacify to Brajavasi, you know, anyhow I try to pacify to Sakha, with Sakha I am playing with Sakha. And sit the lap of Mother Yashoda and Nanda Baba and try to pacify to them. After also doing Rasa Lila, Ram Ghat, I am doing Rasa Lila also there. This take this own gopi, you know. I do Rasa Lila also there. But anyhow, my gopi, I try to satisfy. But who is the Krishna's gopi and Radharani, I cannot satisfy to them. Anyhow, I cannot satisfy to them. And they are so much absorbed to Krishna, you know, so much absorbed to Krishna, feeling so much separation. I also promised to them, I must go, I very quickly I want to send to Krishna, you know. When I tell to Krishna, what is the situation of Brajavasi, Krishna also listening, well, he is telling, yes, I am going, and sometimes also weeping, but he never want to go, you know. Still now I cannot send to Krishna. If again I go to the Braj and telling, oh, Krishna quickly very coming, they are also telling, oh, this is a liar. He also is a liar. Then think, who can go to there? Now they are Subhadra. That time Subhadra she came. Then Subhadra, yeah, agree. Okay, I can go to there. Why? I am ladies and there are gopis are ladies, you know.
Mother Yashoda, Gopi, they are ladies. Easily one ladies, you know, go to inside of some ladies. So I can go to this Vrindavan. I can sit the lap of Mother Yashoda. I go to Radharani and all gopis. I am ladies. I can told them Krishna very quickly, Krishna coming. You are don't worry, you know. Now, Subhadra now, anyhow, agree, Subhadra. So, dann haben die Dwarakavasis Balaram gefragt oder gebeten, nach Vrindavan zu fahren und Krishna anzukündigen. Aber Balaram sagte, mit mir ist es dieselbe Sache. Ich bin auch einmal in Vrindavan gewesen und ich habe versucht, die Brajavasis zu trösten in ihrer Trennung von Krishna. Ich habe mit den Sakas gespielt und ich habe Mutter Yashoda getröstet und ich habe auch mit einigen Gopis Rastatanz ausgeführt und sie getröstet. Aber Krishnas Gopis konnte ich nicht trösten. Und ihr Zustand so dramatisch. Ich habe ihnen versprochen, Krishna so schnell wie möglich nach Vrindavan zu bringen. Und trotzdem, als ich Krishna davon erzählt habe, ich habe ihm alles geschildert, was der Zustand der Brajavasis ist und Krishna hat zugehört und hat auch geweint, aber trotzdem ist er nicht nach Vrindavan gegangen. So, ich kann auch nicht nach Vrindavan. Dann sagte Subhadra, ich kann gehen. Denn ich bin eine Frau und ich habe, kann sehr einfach Zugang bekommen zu Mutter Yashoda und zu den Gopis. Mir werden sie vertrauen. Und ich werde ihn Krishna ankündigen und ich werde sagen, dass Krishna bald kommt. Yeah, now, but our Indian tradition, you know, always ladies, you know, they are not going independent, never they are go anywhere, you know, never. If they are always telling ladies independent, not always in the childhood, they are staying under a father, mother, when they be in a young age, they are under the husband, and when in the old age, they are under a son and under son. Our Indian never before not sent to any ladies in outside. But see now, ladies, and see the sister now. So how possible they are sent to one sister to alone in Braj, you know, from Dwarka to Braj. Then Baladeva Prabhu telling, oh, okay, if Subhadra, she want to go, then you can do one thing. You can make 3 chariots, one for me, one for Subhadra, and one for Sri Krishna. Yeah. When you wake up, he else want going, then okay, that now they are make 3 chariots, you know, very beautiful, beautiful chariot. Jagannath, Baladev, Subhadra, 3 chariots they are make. And make, now they are give to order to Narad, you can sing the Braj Kirtan. You know, he's singing this Braj Kirtan. Now, Narad is starting doing Kirtan. Vale Narad Muni Bajaye Bina Radhika Ramana Name Narad Muni Bajaye Bina Radhika Ramana Name Hari Nama Amani Odita Hai Bhakata Gita Sami Hari Nama Amani Odita Hai Bhakata Gita Sami Anarad Muni Bajaye Veena Radhika Ramana Name Narad Muni Bajaye Veena Radhika Ramana Narad Muni Bajaye Veena Radhika Ramana Srabana Jogal Giyya
Narad Muni Vajaye Vena
Slowly Krishna, and his senses is slowly coming. And when coming is slowly Krishna consciousness, now Krishna thinks, now I am in the Vrindavan, you know. Not I am in Dwaraka. Why? Krishna when completely, you know, observed Vrindavan, then he became fainted. And when he wake up, but he saw there, Uddhava? Well, Uddhava, where? How you come to Braj? Then he said, Narad, well, Narad, you are here? How possible you are coming here? Narad. Then Krishna, he completed the mood of Braj. Now Krishna, now he how he went to Vrindavan. Now when he the Vrindavan, how playing the flute and the three places, the what? Bandit. And when Krishna, you know, like this poem, then, you know, all this Dwaraka Vasi, when you saw to Krishna, there before never saw this thing, no? Never saw. The Krishna in Dwaraka is like this one king, you know? Never three places the bandit, not like the mood of this bridge mood. And when you saw and Krishna, when complete more beautiful, when he's in Vrindavan, you know? When he's in Vrindavan, then the completely he beautiful came out of this Krishna. So when everybody saw this Krishna form, and everybody is so much attracted, you know, so much attracted. And also, Brihat Bhagavata Amrita, when Brahma he manifested their Nava Vrindavan, and when all Mahishi they are saw, you know, they are so much attracted to, and even Padma, you know, with the mother of Kansa, is the, her age is the 100, but when he saw Luke Krishna, now she don't think I am the old age, now think I am the young, I am the complete. 11, 12, it is from Gopi, and she want to catch to Krishna, you know, she want to catch to Krishna. So, when everybody saw Krishna, this beauty, everybody became attracted. Now, Krishna, he want to go to now Vrindavan. Now, Krishna want to run, start to run, Krishna. When he start to run, then all Dwaraka Vasi tell Baladev Prabhu Subhadra, they are telling, you are no, you have to go to Vrindavan. Are you, now, we are three person going, Subhadra, Baladev Prabhu, myself, three person going, for three person now, three chariot, don't worry, you can go to Vrindavan together. So als Subhadra die sagte, oder sich bereit erklärte, nach Vrindavan zu fahren, und dann gab es allerdings ein Problem, denn in der vedischen Kultur sind die Frauen nie alleine unterwegs. Eine Frau ist immer unter der Obhut von einem männlichen Beschützer, entweder ihrem Vater oder ihrem Ehemann oder ihren erwachsenen Söhnen. Deswegen sagte Balaram, wenn Subhadra fährt, dann fahre ich auch. Und so wurde es beschlossen, dass drei Kutschen bereitgestellt werden, eine für Subhadra, eine für Balaram und eine für Krishna. Und Narada Muni wurde gebeten, Braj Kirtan zu singen. Und als Narada Muni diesen Kirtan zu singen begann, und dann allmählich kam Krishna zu seinen Sinnen.
Aber er war völlig vertieft in die Stimmung von Brahmanen. Er dachte, er ist in Brahmanen. So als er so langsam zu seinem äußeren Sinn kam, zu halbäußerlich Bewusstsein, dann sah er Uddhav und er wunderte sich, Uddhav, du bist hier in Brahmanen, kommst du hierher? Und danach sah er Narada Muni, er wunderte sich noch mehr und sagte, Narada, du bist auch in Brahmanen. Und Krishna zu dieser Zeitpunkt war so vertieft im Brajmut, dass er seine dreifach geschwungene Form annimmt. Und die Form, mit der er vor den Gopis steht und seine Flöte spielt. Und diese Form zeigt Krishna nur in Brindavan, nirgendwo sonst. Und diese Form ist so anziehend, dass sie die ganze Welt bezaubert. So die Dwarkavasis, die hatten noch nie zuvor Krishna auf diese Art und Weise gesehen. So als sie Krishna in dieser Form sahen, das ist die schönste von allen Formen von Krishna. Und Krishna ist niemals so schön und anziehend, wie wenn er vor den Gopis steht. So als Krishna diese Schönheit offenbarte, waren alle Dwarkavasis vollkommen bezaubert. Selbst Kamsas Mutter, die schon 150 war, dachte, sie ist ein junges Mädchen und wollte losrennen und Krishna umarmen. So. Die Anweise, Krishna, dann wollte er sofort loslaufen nach Brindavan. Und so wurde es arrangiert, dass Subhadra als erster losfuhr mit der Kutsche und dann Balaram und danach Krishna auf seiner Kutsche. Habe ich was falsch gesagt? Balaram zuerst. Balaram first. Yeah, first Balaram, then Subhadra, then is the, Krishna. Maybe you can see when they are take to the temple to chariot, you can see Krishna how he going Baladevaru. You know, sometimes he fell down, sometimes Krishna like this. Why he do like this? Yes. Now he completely absorbed this Braj mood, you know. Completely intoxicated of the Braj Prem, you know. So sometimes when, you know, like this when drinking some beer, then you know beer, how alcohol, how this situation. Jagannath also, he drinks the braj, you know, ras, he drinks. So sometimes like this, you know, Jagannath. So now he go to there, when three person now go to now Vrindavan, but Vrindavan what happening? Now Krishna, when Braja Radharani asks, when coming? Well, today I am going, tomorrow I killed Kansa, day after tomorrow I can come here. So the Braj, now one place named the Sea Parsu, meaning where Krishna premise, you know. And I come to Parsu, day after tomorrow, I must coming, you know. But now coming to Parsu, meaning go to year and year, Krishna never came. So now Radharani in Vrindavan, he tell to in Nidhuvan, in this past time going to Nidhuvan. Now Radharani, now lay down and come the lotus petal, lay down, and all sakhis they are. Now Radharani telling, O Lalite, O Visakhi, today I want left my body. Not possible, you know, I come tell it so much separation to Krishna, maybe Krishna coming, still Krishna never came. Today I want left my body. You can do one thing. When I left body, you know, body made by five elements. So, for this water of this body, you know, you take this water, put in Jamuna. Krishna, where swimming. And they have the earth there, and they put there Krishna, where playing with this Sakha. And there's some fire, this fire gives to some, this mirror, you know. And they are with mirror. Sun. Yes, the sun, like the sun, like the mirror. When Krishna looking this face, you know. Mirror. When Krishna looking this face, you know, then he saw mirror. My body, there is some wind, you know. This wind take, and where Krishna going to cow grazing, when go cow grazing, and get this fan, you know, give this fan. When Krishna go fanning, I can become wind and give to what gave to Krishna's planning. Yeah. So this body is the five elements. And this take and it gave to the five places.
I unhold my body, you know, doing Krishna seva, and my body, you know, who could do one thing, this tamal vrikya, you know, tamal tree, you can hang it in the tamal tree. Why? Tamal tree is the Krishna's, you know, representative of Krishna's. So now Krishna Radharani, now he just want to leave this body. When he just left this body, that time Krishna is arrived, you know, Krishna Baladeva Subhadra. Then somebody go and tell to Radharani, here, Balo Radhe, you don't left body, you don't left body. Now Krishna arrived now. You know, Krishna came. You know, where this ear coming, Krishna, Krishna, Krishna. Then Radharani slowly, now he left on the body, slowly the consciousness, now slowly coming. And when Krishna come there and take darshan of Radharani, this situation, now when saw the Radharani prem, this mala prem, now Krishna body start to melt it. Now Krishna body start to melt it, and melted, then he take the form of Jagannath, you know. He take the form of Jagannatha. When Baladeva Prabhu saw this situation, he also, this body also melted. And when Subhadra saw this situation, she also melted. And when the Sudarshan Chakra is melted, now he had everything melted. You know that, what, that changed this body. And changed this body. Now when Radharani saw this thing, you know, Jagannath Krishna also completely melted. Then Radharani told, oh Lalite, oh Vishakhe, after you can serve to me, you can pacify to Krishna. Why Krishna completely melted on this big eye, yeah, the hand go inside, you know, it's complete there, take the very, you know, so then you can pacify to Krishna. Then all Sakhis, they are coming, now they are also telling Radharani's name, you know, they are singing Radharani name, they are singing, and when singing the name of Radharani, then slowly, Jagannath, again Krishna, Jagannath became Krishna, Baladeva became Vikram, Baladeva Subhadra became Subhadra, and Sudarshana became Subhadra. So complete the braj prem, they are complete and melted the braj prem. Krishna wollte nach Vrindavan laufen, aber er war so berauscht von Brajras, dass er gar nicht richtig laufen konnte, dass er immer fast hingefallen ist. So in derselben Weise sieht man in Puri im Jagannath Rath Yatra, wenn Jagannath auf seine Kutsche gebracht wird, denn der Jagannath, der schwankt hin und her und vor und zurück, so wie jemand, der betrunken ist. Also das ist, weil Krishna völlig berauscht ist von diesem Rasa, von Braj. So als Krishna dann nach Braj kam, dort in Braj gibt es einen Ort, wo Krishna versprochen hat, als er weggegangen ist aus Vrindavan, sagte er, ich komme morgen spätestens, aber übermorgen zurück. Ja, ich fahre nach Mathura, ich töte diesen verruchten Kamsa und dann am nächsten Tag, verspreche ich, komme ich zurück. So, aber Krishna kam nicht zurück für viele, viele Jahre. Aber immer hatten diese Prajavasis hatten die Hoffnung. Krishna hat versprochen, dass er zurückkommt und Krishna kann nichts Falsches sagen. So jeden Tag haben sie gewartet. Heute kommt Krishna bestimmt wieder. Und es waren mehr als 100 Jahre vergangen. Und Srimati Radharani lag im Nidhuvan auf einem Bett aus Lotusblütenblättern. Sie Körper war so heiß in Trennung von Krishna, obwohl die Gopis ständig neue Blüten an ihren Körper legten, waren sie nach kurzer Zeit wieder verdorrt. Und Srimati Radharani sagte zu Lalita Vishakha, oh, so lange Zeit habe ich auf Krishna gewartet. Krishna hat gesagt, er kommt zurück, aber jetzt kann ich die Trennung von ihm nicht länger ertragen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt werde ich diesen Körper verlassen. Und als sie sagte, O Lalite Vishakhe, ich habe eine Bitte. Wenn ich diese Welt verlasse, dann bitte nehmt die Elemente von meinem Körper, nehmt das Wasserelement und mischt es mit der Yamuna, und damit, wenn Krishna ein Bad in der Yamuna nimmt, ich seinen Körper kühlen kann. Nehmt das Erdelement aus meinem Körper und mischt es mit der Erde an den Orten, wo Krishna mit den Kuhhirtenjungen spielt.
nehmt mein Feuerelement und mischt es mit dem Spiegel, in dem sich Krishna betrachtet, und nehmt die Luft aus meinem Körper, und diese Luft soll Krishna Luft zufächeln, wenn er seine Kühe hütet. Ich möchte, dass alle Elemente meines Körpers Krishna dienen. Und nehmt meinen Körper, meinen toten Körper, und hängt ihn in einen Tamalbaum. Denn dieser Tamalbaum ist von Krishna nicht verschieden, so dass ich, wenn ich diese Welt verlasse, dass ich auf diese Art und Weise Krishna umarme. So, Srimati Radharanis Stimmung war höchst herzzerreißend. Und sie war kurz davor, ihren Körper aufzugeben. Und gerade zu dieser Zeit kamen Krishna und Balaram und Subhadra nach Vrindavan. Und Krishna kam zu Srimati Radharani. Und jemand rief in Srimati Radharanis Ohr: Radhe, Radhe, Krishna kommt. Und Krishna ist gekommen. Und als Radharani Krishnas Namen hörte und dass Krishna zurückgekommen ist, kam sie langsam, langsam wieder zu Bewusstsein. Und Krishna, der kam und sah, in welchem Zustand seine Geliebte Srimati Radharani war, er war so überwältigt von transzendentalen Gefühlen, dass sein ganzer Körper zu schmelzen begann. Und seine Arme schmolzen, seine Beine schmolzen, seine Augen wurden ganz groß und rund, und er nahm diese Form von Jagannath an. Und auch Balaram und Subhadra, als sie Krishna in diesem Zustand sahen, dann begannen sie selber auch zu schmelzen und nahmen die Form von Baladev und Subhadra Devi an. Und Srimati Radharani kam wieder zu Bewusstsein und sah, wie Krishna in dieser Form vor ihr stand, völlig überwältigt in transzendentaler Ekstase. Und er sagt, Srimati Radharani sagte zu ihren Gopis: singt, bringt, chantet Kirtan, um Krishna wieder zu Bewusstsein zu bringen. Und dann fingen die Gopis an, Srimati Radharanis Namen zu chanten. Jai Jai Shri Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe. Und so kam Krishna allmählich wieder zu Bewusstsein, nahm seine normale Form an. Und auch Baladev und Subhadra nahmen ihre normale Form an. Und so gab es ein Happy End. Jai Jagannath ki, Baladev Subhadra Sudarsana Chakra ki. Then Narada came again. Yeah? And Narada came. And Narada, he said, this poem, Prabhu, I saw you have so many beautiful your incarnation, but like this incarnation never I saw. So then the Krishna telling, are you want any benediction? Well, yes, if you want some benediction, you take this poem, you know, and in Jagannath Puri, you know, Jagannath Puri, you can stay in Jagannath Puri, every day you can give darshan, and every day distribute this prasad, and when somebody take this Kali Yuga, you are this pope, he can get, go to the, and get to go back to Godhead. Yeah? Then Jagannath, he gave place. Well, okay, okay. You know, Jagannath gave this place. But this pastime, you know, where came this pastime? This pastime came to very old scripture, Jagannath Puri. You know, Jagannath Puri, there are some very old scripture. They are written this pastime. And when this pastime, who is the bring here? The Gaur Govinda Maharaj. You know? Sri Gaur Govinda Maharaj, you know, this pastime telling the Gaur Govinda Maharaj. When our Gurudev, when he heard, you know, he listened this pastime, Gurudev became so happy, you know, became so happy. Gurudev tell, this is the my mood, you know. This is the my mood, you know. So Gurudev, when he heard, became so happy. Then Gurudev also publication this pastime. So this pastime came to Jagannath. There are some old scripture there, you know, already old scripture. From there to come this pastime. So Narada Muni, der dabei war, der sah diese Form von Jagannath, diese einzigartige Form. Und er betete dann zu Krishna. Er sagte: Krishna, du bist in so vielen wundervollen Inkarnationen in dieser Welt erschienen, aber ich habe niemals eine Form von dir gesehen, die so außergewöhnlich ist wie diese von Sri Jagannath. Und Krishna war sehr zufrieden mit Narada und
bot ihm an, ihm eine Segnung zu geben. Narada Muni erbat sich die Segnung: Ich möchte, dass du in einer Form, in dieser Form als Sri Jagannath in dieser Welt gegenwärtig bist und dass du den Devotis dein Darshan gibst, dass du dein Mahaprasadam verteilst und dass die Seelen, die dich im Kali Yuga in dieser Form sehen, dein Prasadam zu sich nehmen, dass die zurückgehen können in die spirituelle Welt. Und dann Krishna sagte, so sei es, und er erschien in Jagannath Puri in der Form von Jagannath. So dieses Spiel von dieses besondere Erzählung, wieso Jagannath diese Form angenommen hat, die ist sehr vertraulich und die ist auch nicht sehr bekannt gewesen. Srila Gurudev hat gesagt, er hat dieses Spiel in seinem Herzen, in seinem Bhajan hat er dieses gesehen. Und, aber er hat viele, viele Leute in Puri gefragt, ob sie wissen, wo das herkommt. Und sie sagen, es muss in irgendeiner alten Schrift sein, wir haben das mal gehört, aber keiner konnte es genau sagen. Und, aber dann hat Srila Gurudev gesehen, dass Srila Gaugovinda Goswami Maharaj genau dieses Spiel beschrieben hat, in einem seiner Bücher, dass er genau diese Erzählung und dieses Lila von Jagannath erzählt hat. Und als Gurudev das gelesen hat, wurde er so glücklich und hat er gesagt, das ist genau meine Stimmung, was in meinem Herzen ist. Und dann hat er diese Lila auch veröffentlicht in seinem Buch, in Jagannath Buch. Jagannath Mahaprabhu ki Subhadra Devi ki. When we are finishing class, our class? Half an hour. Half an hour? Okay, you can listen to some Gurudev first time, okay? Bless you, Gurudev ki. Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj ki. Hi. Hare Krishna, you can tell, you know, who is the came to Gurudev and accept Harinam and Dikha Mantra. You are very, 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 very fortunate person. Very, very well. Why? Radharani herself, she told Narayana Goswami Maharaj is my own sakhi. You know, when Gurudev going to Brajamandala Parikrama, Vrindavan, one day this Seva Kunja Pujari, he brings some prasad and came to Gurudev. And now he wanted to give to Gurudev this prasad. Then Madhavamar told him, give to me, I can give to Gurudev. He said, no, I want myself, I want to give to Gurudev Prasad, I my one hand. Then when came, then this pujari telling, oh Radharani, see the gave dream to me night time. Telling, oh this Narayana Goswami Maharaj, is my own sakhi, you know, manjari. He can give this prasad and give to Narayana Goswami Maharaj. When Gurudev got this prasad, he became so happy. Oh Radharani sent for me, you know, this prasad. Gurudev became so happy. And when anybody gave some prasad, then Gurudev, he gave some donation to him. Then Gurudev, 1,000 rupees, he wanted to give donation. Said, no, I cannot take him from to you. Why Radharani sent to me you? I can take some another place, but I cannot take from to you. So this way Radharani, she herself, she sent to prasad to Maharaj and told him my eternal sakhi. So Gurudev himself, you know, writing this thing, he eternal form is the Ramana Manjari. So who is the came to Gurudev and accept this mantra and Harinam, they came to their very, very fortunate person there. So Maharaj möchte noch etwas über Srila Gurudevs Herrlichkeit erzählen. Maharaj sagt, dass alle diejenigen, die Harinam und Diksha-Einweihung von Srila Gurudev bekommen haben, und die können sich sehr, sehr vom Glück begünstigt fühlen. Srila Gurudev ist direkt von Srimati Radharani in diese Welt geschickt. Einmal kam der in Vrindavan, der Pujari vom Sevakunj-Tempel zu Srila Gurudev und er brachte Mahaprasadam von Srimati Radharani zu Srila Gurudev. So Madhav Maharaj war zu der Zeit da und sagte ihm, du kannst das Prasadam zu mir geben, ich gebe es zu Srila Gurudev. Aber der Pujari sagte, nein, ich möchte es Maharaj selbst geben. So dann kam der Pujari zu Srila Gurudev und er erzählte Srila Gurudev,
Das war letzte Nacht, habe ich einen Traum bekommen. Srimati Radharani ist mir im Traum erschienen und sie hat mich angewiesen, dass dieses Mahaprasadam zu dir zu bringen. Srimati Radharani hat gesagt, dieser Srila Narayan Maharaj ist meine eigene geliebte Sakhi, meine eigene Manjari. Also sehr, sehr lieb zu mir. Ich möchte, dass du mein Prasadam zu ihr bringst. So, dieser Pujari vom Seva Kunsch war so überwältigt und er brachte dieses Mahaprasadam zu Srila Gurudev. Als Srila Gurudev das Mahaprasadam erhielt, war auch sehr bewegt, dass Srimati Radharani selbst ihr Prasadam zu ihm schickt. Und er wollte dem Pujari eine große Spende geben, aber der Pujari hat gesagt, no, no, ich kann von woanders kann ich Spenden annehmen, aber von dir kann ich keine Spende annehmen. Srimati Radharani selbst hat mich zu dir geschickt. So, Srila Gurudev hat selbst offenbart, dass sein Name in der spirituellen Welt Ramana Manjari ist. Und diejenigen, die in Kontakt gekommen sind mit dieser wundervollen Persönlichkeit, vor allem diejenigen, die von ihm Einweihung und Diksha bekommen durften, die sind sehr vom Glück begünstigt. Yeah. So, you know, there is some Mahaprabhu telling Brahmanda Brahmita Kon Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadipaye Bhakti Latha Beach. You know, this slope, this payar, Mahaprabhu himself told this Rupa Goswami. You know, so Prabhupada mostly when he comes, some we are given class, mostly Prabhupada, you know, residing these two lines, Prabhupada, mostly place telling Harikatha, explain these two lines. So Brahmanda Brahmite Kon Bhagavan Jeev. They are telling na surround this Brahman Kon. Kon meaning who is that person that came to Sadguru? Who? Telling Prabhupada telling if you have previous some unknowingly, knowingly, if you have lot of bhakti unmukh sukruti. Anybody can not get, no? So some pure Guru there, pure devotee. Only who is the more they have, you know, bhakti unmukh sukruti, they can came. But how they are came, you know, they are telling Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Beej. Mercy of Guru and Krishna, they are got Bhakti Lata Beej. They are gave Bhakti one a creeper, but without seed, how possible this creeper? So his seed came from to where? Gurudev gave. Now Prabhupada telling why Gurudev gave mantra, but why they are use Krishna name, you know, Krishna Guru. Krishna is the Chaita Guru, you know. Guru is the four kind, one Guru is the Chaita Guru, he is the Antaryami Guru. Now coming question, who is the bring to this Jiva Gurudev? Who bring to Krishna? Why? You are don't know how previous of which kind of Sukriti, you know. But who is the came to Mahaprabhu life, they are Sukriti, also not ordinary Sukriti, not any ordinary Sukriti. Sukriti is the some special Sukriti. Why? You have this mood of this is the dasya, sakya, something, then you are go to some Narayana devotee, you know? Go to Narayana devotee, go to another devotee, but you are did not come to Mahaprabhu life. But our Sukriti is the some special Sukriti, you know, who is the Mahaprabhu Prem, like something Mahaprabhu Prem there. So our Sukriti is not ordinary Sukriti, or who is the bring? This is the mercy of Krishna, you are came to Gurudev. Krishna he arranged. So who is the came to Gurudev? Who is the bring to them? Krishna Mahaprabhu bring to them, so Gurudev. Why? This material wall, you got some pure devotee, you can meet, this is not ordinary thing. He is the very, very rare person, there meet to some Sadguru. So Shankar he told Parvati, Gurabaha Bhava Santi, Sisya Bita Bharaka, Durlabha Sadguru Devi Sisya Santa Bharaka. You know this slope. Yeah. So many Gurus, they have material work. They are only collected many, many, many from disciples. But this Santa meaning he is suffering this Jiva and he wants to go back to put Godhead, you know, take to him to Goloka Vrindavan. That kind of Guru Shankara telling Parvati, very, very rare person, they are got like this Gurudev. So, who is the came to Gurudev? They are not ordinary person, they are some special Jiva. So, das heißt, diejenigen, die Zuflucht von dem echten spirituellen Meister bekommen, und die sind sehr, sehr selten und sehr vom Glück begünstigt. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat in seinen Predigen
sehr oft ein Vers aus dem Chaitanya Charitamrita zitiert. Das ist Vers Brahman Pramite Kone Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Vai Bhakti Ladavit. Das Lebewesen, das seit unverdenklichen Zeiten durch Millionen von Universen wandert und ohne eine Aussicht da herauszukommen, durch sehr großes Glück wird er und durch die Barmherzigkeit von Guru und Krishna bekommt er den Samen von Bhakti in sein Herz gepflanzt. Jemand zu einem reinen Vaishnava zu kommen, das ist nur möglich, wenn man über tausende von Leben Bhakti Sukriti angesammelt hat. Und spirituelle Sukriti im Herzen. Und nicht nur ein bisschen Sukriti, sondern so viel Sukriti. Dann werden diese Seele so vom Glück begünstigt, dass sie die Gemeinschaft vom Guru bekommen kann. So in diesem Vers heißt es, Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Beach. Dieser Bhakti Lata, die Pflanze von Bhakti, zuerst muss ein Samen da sein, damit die Pflanze wachsen kann. Dieser Samen wird vom Guru ins Herz gepflanzt. Aber woher trifft man den Guru? Krishna ist der Chaitya Guru, Krishna ist der spirituelle Meister im Herzen. Und Krishna ist derjenige, der uns zu einem echten Guru schickt. Deswegen heißt es in diesem Vers, diesen Samen der Bhakti-Pflanze bekommt man durch die Barmherzigkeit einmal vom Guru und einmal durch die Barmherzigkeit von Krishna. Ja, so diesen. So Shankar telling to Parvati. Shankar sagte zu Parvati, es gibt so viele Gurus in dieser Welt, die das Geld von ihren Schülern nehmen, aber ihnen keine echte, den bedingten Seelen nicht wirklich helfen können. So, dass jemand einen Guru trifft, der tatsächlich dieses brennende Feuer des materiellen Daseins im Herzen des Schülers löschen kann, ihn zurückbringen kann in die spirituelle Welt. Ein solcher spiritueller Meister ist äußerst selten in dieser Welt. So, Gurudev ki. So our Gurudev, you know, sometimes he told, Pujda came to me and accept Harinam and mantra, you know. Pujda came to me and accept. One day I am take to him Goloka Vrindavan. If I can come in again this world, but I can come into from this disciple, I can come to again this world. Unless until I take to Goloka Vrindavan, I also coming again to this jiva. So this way you are very very fortunate person. Now coming question, why need to some Sadguru? Yeah. That is Bhakti Lata Beej. They are telling they are got to this Bhakti Lata Beej seed. They are came from where? From some pure devotee. Now coming this seed. Now they gave example. Seed coming from where? Seed coming, you know, this Bhakti Lata Beej. If he is some pure devotee, you know, Bhakti Lata Beej, anybody cannot get. Beej coming where? When you have creeper. When you are bhakti creeper, then coming some seed. Meaning without any pure devotee, you know, you cannot get this beej. Only pure devotee only get this beej. So our Gurudev is a pure devotee. Radharani is either, you know, Radharani is some disciple to Gurudev. So before I give example, Chief Goswami telling some kind of a tree, you know, why you are taken from to mantra from Gurudev? Why did not himself not read through the scripture? Why? Like their mantra also, their Hare Krishna Mahamantra, Gopal Mantra. Why did not direct you then read? Why necessary take from the Gurudev? Before I give example, like this Jiva Goswami tell, some kind of a tree, if direct take this seed from this tree and planted, it never happening this tree. Like this banana tree, this is the peepal tree. There are some rule, when some bird take this seed and when going this belly, and when passing stool, you know, then coming, you know, then the seed from this head coming some proud.
then coming to tree. Like this mantra, when some pure devotee, he takes to this heart. And when doing bhajan, one day this mantra, he directly gave darshan to him, you know, darshan to him. Then there this mantra becomes so powerful, this mantra. And when you are got this mantra from pure Sadguru, then very quickly, you know, proud, then coming branches, then coming in rice tree, then coming flower, then coming fruit. Without any pure devotee, you cannot get this seed. So you are very, very fortunate person who is the Gurudev and accept Harinam from the Gurudev. So Maharaj hat vorhin erklärt, dass diejenigen, vor allem diejenigen, die in dieser Nachfolge kommen, in die Schüler von Srila Gurudev geworden sind, dass denen ihre Sukriti ist von sehr besonderer Art. Weil normalerweise diese besondere, unsere Sampradaya, die Nachfolger von Chaitanya Mahaprabhu, unsere Acharyas, die sind Dienerinnen von Srimati Radharani. Und sie haben diese, geben den Samen von Madhurya Bhakti. Das heißt, so diejenigen, die Zuflucht suchen in dieser Sampradaya, bei einem reinen Vaishnava, die sind sehr vom Glück begünstigt, das heißt, die haben eine besondere Art von Sukriti. Diejenigen, die in ihrem Herzen Diener von Narayan sind, die werden nicht in dieser Sampradaya kommen, sondern die werden in irgendeine andere Sampradaya Einweihung nehmen. Ja. Und Srila Gurudev hat einmal gesagt, dass diejenigen, meine Schüler, die Zuflucht bei mir gesucht haben, ich werde über die Verantwortung übernehmen, sie zurückzubringen nach Goloka Vrindavan. Egal wie viele Geburten sie noch in dieser Welt nehmen müssen, ich werde so viele Male wiederkommen und bis ich sie befreit habe und zurückgebracht habe zu Radha und Krishna. Das war Srila Gurudevs Versprechen. So, in diesem Vers heißt es, Guru Krishna Prasadevai Bhakti Lata Beach. Durch die Barmherzigkeit von Guru und Krishna bekommt man den Samen der Bhakti-Pflanze. So, diese Bhakti-Pflanze, die wird nur dann wachsen, wenn der Samen echt ist. Ja? Deswegen nur ein reiner Gottgeweihter kann den echten Samen der Bhakti-Pflanze geben. Jemand anders kann ihn nicht geben. Und man mag fragen, aber wieso muss man unbedingt Einweihung von dem Guru haben? Oh, dieser Mantra ist auch so erhältlich. In so vielen Büchern steht der Mantra drin, Hare Krishna Mantra, die Diksha Mantras. So, warum brauche ich Einweihung vom spirituellen Meister? Mir wird ein Beispiel gegeben. Es gibt verschiedene Arten von Bäumen, die werden nicht wachsen, wenn man einfach einen Samen von dem Baum nimmt und den einpflanzt. Ne? Sondern nur, wenn der Samen von dem Baum von einem Vogel gefressen wurde und der Vogel den Samen wieder ausscheidet, dann ist der praktisch der Samen fruchtbar. Und dann kann daraus ein Baum wachsen. So genauso ist es mit der Bhakti-Pflanze. Und diese Bhakti-Pflanze wird nur wachsen, wenn man den Mantra von dem mächtigen, reinen Gottgeweihten erhält und nicht auf andere Art und Weise. So, deswegen diejenigen, die die Einweihung bekommen haben von Srila Gurudev, sind sehr, sehr vom Glück begünstigt. Balaji Gurudev, ki. Yeah. But now you are come to Gurudev. Yeah. Gurudev, he gave the seed to us. But necessary, you can nicely can look after this creeper. Time to time he gave to water, you know. If he did not give to water, then what happening? One day he became dry. So what is this? So Mahaprabhu telling, Sravana Kirtana Jale Kare Sachan. There are two kinds. Mahaprabhu telling this water is the two things. One is the Sravan and one is the Kirtan. Yeah, there are two things, this water. Then very quickly became, they are then come proud, then coming two leaves, then coming branches, then coming flower, then coming the fruit, you know. But necessary, you are how Gurudev doing bhajan. You know, you are disciple of Gurudev. So necessary how he doing bhajan, also necessary you can follow to how he doing bhajan, you know. How he doing Sankhya Purvaka Naam, every day chanting, some fixed round, every day he put tilak, 24 hour complete, observe the Krishna Seva. Necessary you are also follow to how he doing bhajan,
you know. Suddenly Sangha meaning not only in staying with him, Sangha meaning Samyak Rupa Anugaman, meaning how he doing bhajan, you can follow this bhajan. This is the Sangha. So diesen Samen kann man nur von einem reinen Gottgeweihten bekommen. Warum? Weil nur jemand, der praktisch Bhakti hat, der kann auch Bhakti anderen geben. Eine Same kommt nur von einer Pflanze, die praktisch ausgereift ist. Ja? Eine andere Pflanze kann keine Samen hervorbringen. Genauso kann nur jemand, der schon Bhakti, dessen Bhakti ausgereift ist, reiner Gottgeweihter, kann wieder Bhakti-Samen verteilen, an andere verteilen. So, wir haben diese Bhakti-Samen von Srila Gurudev erhalten, aber jetzt ist es notwendig, dass wir diesen Samen regelmäßig bewässern. Denn wenn man ihn regelmäßig bewässert und sich gut darum kümmert, wird er sehr schnell sprießen, Blätter werden sich bilden und schließlich wird er groß werden und sich Äste und Früchte bilden. So, das Wasser, mit dem wir diesen Samen bewässern, ist von zweifacher Art, nämlich Shravan und Kirtan, hören und chanten. Diese beiden Dinge sind notwendig, damit unsere Bhakti-Pflanze wachsen kann. So, wir sind Schüler von Srila Gurudev, wir sollen schauen, wie Srila Gurudev Bhajan ausgeführt hat, und wir sollen seinem Beispiel folgen. Also es ist notwendig, dass wir all diesen Gurudevs Beispiel auf richtige Art und Weise folgen, dass wir Tilaka auftragen, Kantimala, dass wir die Mantras chanten, die uns Srila Gurudev gegeben hat, dass wir Japa machen und dass wir immer vertieft sind, in Seva, in Krishna zu dienen. Und dann kann die Bhakti-Pflanze wachsen. Yeah, there are example like this, if you want to go India, you know, if you go to India, you buy one ticket, but this is not also enough. Necessary, you can timely go to airport, take your boarding card and sit in plane, then this plane take you to India. If you met this ticket and put you keep your pocket, then you cannot go to India, you know. Huh? Visa also, and a passport also. So like this, you are came to Gurudev, you know, come to Gurudev and take mantra from the Gurudev. So necessary, you are also follow the limbs of Bhakti also. So, Einweihung von Gurudev zu bekommen ist wie, als wenn man ein Ticket nach Indien bekommt. Und so, wir mögen ein Ticket haben, um nach Indien in den Heiligen Namen zu fahren. Und, aber es ist auch notwendig, dass wir zum Flughafen gehen und einchecken und alle diese Dinge tun, die dafür notwendig sind, dass wir uns ein Visum besorgen und den Ausweis mitnehmen und all die Sachen. So in gleicher Weise, wir mögen den Bhakti-Samen erhalten haben, aber um tatsächlich zu Krishna zu kommen, ist es notwendig, dass wir Bhajan ausführen und dass wir Gurudevs Beispiel folgen. You can listen to one story. Listening to one story. One time, one Gurudev have two disciples. Yeah? And then Gurudev, he two disciples, he gave two seed, you know, mango seed, telling, oh, I gave order, when planted this seed, you know, one day coming proud, then coming to leaf, then coming branches, you know, after some day he made very beautiful tree. Also he gave some shadow, you know, so he gave some shadow to your house. Also one day coming very nice mango fruit coming. You also eat also, you can sell also. This way you can maintain your life also. He gave two disciples, he gave two seed. Had having one disciple, well, oh, Gurudev telling, he gave tree and one day coming mango, and he coming and planted and gave some water and take watch and looking when coming this proud. After 2 hours, you know, again he the what looking, then nothing is there, you know, nothing. Then again put the clay and gave water, then wait 4 hours in looking this watch 4 hours. After 4 hours when take out, then so nothing is there, you know. Then again planted,
whole night he sit down, you know. Gurudev telling him, proud to leave. Then but whole night he sit, when morning time, again also he, you know, looking, there nothing. Well, Gurudev cheat to me, you know. Gurudev cheat to me, telling him, planted nice tree, flower, fruit, nothing. So bring this seed and throw to Gurudev. Well, Gurudev, you are a big liar, you know, telling him, proud tree, nothing, nothing. But another disciple, yeah, he completely believed Gurudev and he planted and planted. And after 10 days, then he saw they are coming proud. When come proud, now coming so much faith to Gurudev. What Gurudev tells is the truth, you know. After 20 days, then coming to leave. Well, oh, Gurudev, what told this is the truth. Then after 6 months, there come some branches in a tree. Then come more faith to Gurudev. Oh, Gurudev, what tell this is the truth. And when coming 1 year, you know, then come a very nice tree, very beautiful tree. And over the 2 years, then keep continue give water. When 2 years, there is a big, nice tree. And coming nice flower, and coming nice fruit, you know. Then coming fruit, that past fruit to take and offer to Gurudev. Gurudev, what you told this is the truth, you know. Truth, they got very nice fruit coming there. Then offering to Gurudev. So, one Vaishnava, they are telling this story. Like this, this two seed gave to two disciples. But one disciple, you know, one disciple, nothing, anything. But one disciple have got this fruit. So necessary, so doing bhajan, so Rupa Goswami telling, if you want to bhajan, necessary you are 6 qualifications. Utsat, nishchayat, dharjyat, tat-tat karma pravartanat, sangat yagat, satavriti, sadavir bhakti prasithati. Necessary, you got the 6 qualifications. Then bhakti is the manifested, your heart. Hare Krishna. Eine schöne Geschichte in dem Zusammenhang. Es gab einmal einen Schüler, der hatte einen Guru, der hatte 2 Schüler. Und er gab seinen beiden Schülern jeden einen Mangosamen. Und er sagte, meine Schüler, pflanzt diesen Mangosamen in euren Hof. Und dieser Mangosamen, der wird sprießen. Dann werden 2 Blätter kommen, danach werden sich Äste entwickeln und irgendwann wird dieser Mangosamen ein großer Baum. Und an diesem Baum wachsen, der wird euren Hof beschatten und nicht nur das, sondern er wird wunderschöne, süße Früchte geben. Und diese süßen Früchte könnt ihr genießen und ihr könnt sie auch verkaufen und auf die Art und Weise euer Leben erhalten. So beide Schüler pflanzten diesen Mangosamen in ihren Hof. Aber der eine Schüler war ein bisschen ungeduldig. Ne? Der setzte sich, schaut auf seine Uhr, stellte sich den Wecker. Nach 2 Stunden hat er die Erde wieder, den Samen wieder ausgegraben, geguckt, ob schon was gesprossen ist. War nichts gesprossen, war er sauer. Dann hat er ihn wieder eingepflanzt, hat er den Wecker auf 4 Stunden gestellt. Nach 4 Stunden hat er wieder nachgeschaut und ist immer noch nichts gesprossen. Dann hat er den, okay, einen Versuch habe ich noch, gebe ich noch, hat er den Wecker gestellt. Nächsten Morgen, nach einer Nacht, hat er dem Samen Zeit gegeben zu sprießen. Dann am nächsten Morgen hat er ausgegraben und gesehen, ist immer noch nichts gesprossen. Dann hat er diesen Samen genommen, voller Zorn Gurudev vor die Füße geworfen und sagt, Gurudev, du hast mich betrogen, und da kommt überhaupt nichts. Ich bin deiner Anweisung gefolgt, aber es gab kein Ergebnis. Aber der andere Schüler dagegen, mit festem Vertrauen in die Anweisung von seinem Guru, hatte diesen Samen eingepflanzt, ungeduldig, bewässert und bewässert und bewässert. Und nach 10 Tagen tatsächlich kam ein kleiner Spross aus dem Boden. Und nach weiteren 10 Tagen begannen sich 2 Plättchen zu bilden. Und dann bekam dieser Schüler großes Vertrauen in seinen spirituellen Meister. Was Gurudev gesprochen hat, war es tatsächlich eingetreten. Und er bewässerte diesen Spross weiter und nach 6 Monaten begannen sich kleine Ästchen zu bilden. Dann bekam er mehr Vertrauen in seinen Guru.
Dann nach einem Jahr war es zu einem richtigen Bäumchen geworden. Und nach 2 Jahren war es ein richtiger großer Baum, der Schatten spendete und der zu blühen begann und an dem dann süße Früchte wuchsen. Dann der Schüler hatte so viel Vertrauen und Hingabe, Zuneigung zu seinem Gurudev bekommen. Und als die erste Mango reif wurde, hat er diese Mango genommen und hat sie Shila Gurudev dargebracht. So, man sieht hier 2 Schüler. Der eine hatte ein Ergebnis bekommen und der andere hat kein Ergebnis bekommen. Deswegen, um die Frucht von unserer Bhakti zu bekommen, schreibt Shila Rupa Goswami, sind 6 Dinge notwendig. Utsaha Nishchaya Dayat Tatat Kama Pravatanat Sangatyagot Sato Pride Shatbir Bhakti Prasityadi. Diese 6 Dinge sind Ozean, es ist Enthusiasmus. Man muss enthusiastisch sein, Krishna zu dienen, Gurudev zu dienen. Nishchayat heißt feste Überzeugung, festes Vertrauen. Das, was Gurudev spricht, das ist die Wahrheit. Irgendwann werde ich diese Wahrheit verstehen können. Dhairyat, 3. Eigenschaft, ist Geduld. Selbst obwohl es so aussieht, dass sich kein Ergebnis einstellt, obwohl man für lange Zeit Bhakti praktizieren mag, trotzdem darf man nicht damit aufhören, Krishna und Gurudev zu dienen, sondern muss geduldig fortfahren mit seinem hingebungsvollen Dienst. Und Tatat Kama Pravatanat bedeutet, dass man all diese Angas von Bhakti ausführt, dass man chantet, dass man seine Mantras spricht, dass man Gemeinschaft mit Sadhus hat, Srimad Bhagavatam hört, dass man all diesen Dingen folgt. Sangatyaga, dass man Gemeinschaft mit denen aufgibt, die keine Devotis sind, die keine Zuneigung für Krishna haben, die uns vom Bhakti-Pfad fortbringen, dass man denen ihre Gemeinschaft aufgibt. Und schließlich Satopriti, dass man den Devotis nachfolgt und dass man ihre Gemütsstimmung, ihre Art und Weise zu leben, auch ihre Kleidung und all diese Dinge annimmt und ihrem Fußstapfen folgt. So, wenn man diese 6 Dinge da sind, dann dieser Samen, den uns Gurudev gegeben hat, der wird irgendwann wachsen und einen Baum bringen und die Früchte der Liebe zu Gott hervorbringen. Wenn man diesen 6 Dingen nicht folgt, wenn man nicht geduldig ist oder nicht seine Mantras und diese Dinge chantet, dann wird der Same nicht sprießen und dann wird man die Frucht von Bhakti nicht kosten können. Yeah. So, who is the came to Gurudev, all disciples try to follow this, all limbs of Anga, all Bhakti limbs of Anga necessary, you can follow. Every day put Tila, Guru Mantra, and so Bhakti Rupa Goswami telling, Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami, Nayad Akhilaiti Upadesaram. If you don't bhajan, you can stay in Vrindavan. Well, how possible stay in Vrindavan? Yeah. Well, when you are follow this all limbs of bhakti, Prabhupada telling, I am this Radhara in Nikunja Mahal, I am manifested here. You know, when they did not grihe bhajana, they could grihe the Golagavai. If your house, you follow all limbs of bhakti every day, doing arati, tulasi parikama, doing kirtan, reading every day some bhakti scripture, chanting some peaks round, meaning your house is the Vrindavan, you know. Tishtan Braje, then you can stay, even you stay in Germany, you are not staying in Germany, you stay in Vrindavan. So necessary, you can follow all limbs of bhakti. So ist notwendig als Schüler von Srila Gurudev, dass wir Srila Gurudevs Anweisung folgen und all diese Arten von Bhakti ausführen. Srila Rupa Goswami hat gesagt, um Bhakti zu bekommen, um Krishna zu erreichen, muss man Tishtan Braje Tat Anuragi Jananugami Kalangnayet Akidam Ityupadesha Saram. Muss man in Vrindavan leben und alle seine Zeit damit zubringen, über Krishna zu hören, zu chanten. So, wie können wir in Vrindavan sein, obwohl wir hier in Stuttgart leben? Wenn wir alles in unserem Leben förderlich für Bhakti machen, wenn wir Srila Gurudevs Anweisung folgen, wenn wir Tilak auftragen, unsere Mantras chanten, Srimad Bhagavatam lesen und unser Prasadam zu Krishna opfern und all diesen Dingen folgen, dann wird sich unser Haus
in Goloka Vrindavan verwandeln. Ja, dann werden wir nicht in Stuttgart leben, sondern dann werden wir in Vrindavan sein. Yeah. Okay, well, Gurudev ki. Tomorrow morning, you know, tomorrow morning class, you can listen Gurudev pastime. You know, Gurudev katha tomorrow morning listening. So, morgen Vormittag hören wir weiter über Srila Gurudev. Morgen Vormittag, Maharaj wird hier um 12 wegfahren. Das heißt, wir werden Programm eher anfangen, um 9 bis um 11. 9 to 11, morning program, tomorrow. Okay. Yeah. So, bitte seid pünktlich, kommt um 9 morgen. Okay, dann Arati. Well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya, Jaya Gora Chandir, Arati ko Sobha, Jaya, Jaya Gora.
Jagamana Loba Ja Navita Thank you.
Krishna, Krishna, Hare Hare, bolo bolo, Hare Hare.
wonderful. Thank you.
Krishna Sri Bhagavati Sattva Tayena Namaha
My flight is at 2 o'clock, yeah? What time is it? I think it's 12 o'clock. Sometimes 30 o'clock. Coming in India. Aapne patni ko nahi laya na? Patni kahan? He made it. He made. You can try it, it is good because he made it. Okay.